So schnell geht eine Woche vorüber, sehr geehrte Zuschauer. Mir ist, als hätte ich Sie gerade erst durch die Mittwochssendung geführt und schon ist es Freitag, der 23. September. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Freitagsausgabe hält folgende Themen für Sie bereit. Countdown. Die letzten Stunden bis zum Dreibrückenlauf stehen an. Kita-Staffellauf. Kitas aus der Region zeigten im Kurpark sportlichen Einsatz. Und wachsende Branche. Caravaning und Reisemobilindustrie beliebter als je zuvor. Beginnen möchten wir mit einem Event am kommenden Wochenende, denn der Dreibrückenlauf steht in den Startlöchern. Viele Teilnehmer haben sich angemeldet. Wir waren noch einmal für Sie bei der Pressekonferenz dabei, damit auch Sie wissen, was passiert denn eigentlich alles, wo wird gestartet, wer darf teilnehmen und vielleicht ist es ja auch noch Ihr Wille, an diesem Event teilzunehmen. Wenn Sie sich diesen Beitrag angesehen haben und Sie der Ehrgeiz gepackt hat, dann melden Sie sich an zum 4. Schönebecker Dreibrückenlauf. Denn am 25. September heißt es wieder, auf die Plätze, fertig, los. Streckentechnisch erfüllt der Lauf jeden Anspruch. Ja, dazu wäre zu sagen, dass wir ja die letzten beiden Male bedingt durch Baumaßnahmen im Uferbereich die Streckenführung leicht verändern mussten. In diesem Jahr laufen wir also wieder die eigentliche Originalstrecke. Nur mit dem Unterschied, dass wir im Gegensatz zum ersten Mal hier wieder wie im letzten Jahr auf der Salineninsel starten. Wir laufen dann vor zur Barbierstraße bis zur Elbauenbrücke, über die Elbauenbrücke, dann in Grünewalde auf dem Deich entlang, dann die alte Schönebecker Elbbrücke und dann runter zum Elbtor, über den Salzblumenplatz, am Elbweg vorbei, über die Salinenbrücke, wieder bis zum Ziel hier auf der Salineinsel. Und für die ambitionierten Läufer zwei Runden mit rund 13,5 Kilometer. Und für die noch nicht ganz so geübten dann eine Runde mit etwas mehr als 6 Kilometer. Erstmals wurde auch an die kleinen Läufer gedacht, die beim Bambini-Lauf ihr Ehrgeiz beweisen können. Ja, bei dem Dreibrückenlauf haben wir ja die Altersklassen nur ausgeschrieben ab 12 Jahre und älter. Das heißt, vom 12-Jährigen bis über 80-Jährigen haben wir Teilnehmer auf der Meldeliste und wir schließen bisher die kleinen Kinder aus, die ja auch gerne laufen und auch gerne laufen sollen. Und deshalb haben wir uns im Organisationskomitee dazu verständigt, dass wir einfach eine kleine Runde hier jenseits der großen Strecke anbieten für die Kiddies. Egal ob 3, 4 Jahre, 5 Jahre oder bis maximal 11 Jahre, können dort eine Strecke von 540 Metern absolvieren. Aber auch das Organisatorische sollte man nicht außer Acht lassen. Denn den Teilnehmern soll der Dreibrückenlauf in guter Erinnerung bleiben. Ja, die Stadtwerke sind schon zum vierten Mal, also von Anfang an aktiver Mitorganisator des jährlich stattfindenden Dreibrückenlaufs von Schönebeck. Wir beteiligen uns, indem wir für jeden Läufer jedes Jahr ein Präsent bereithalten. In diesem Jahr sind es die Turnbeutel oder Mini-Rucksäcke, in denen die Startunterlagen für alle Läufer ausgeteilt werden. Wir stellen Streckenposten aus den eigenen Reihen, stellen eine Läufermannschaft auch aus den eigenen Reihen. Und natürlich ist es unser großes Ziel für Schönebeck als hundertprozentige Tochter der Stadt Schönebeck, den Lauf auch so publik zu machen, dass er immer mehr begeisterte Läufer dann als regelmäßige Teilnehmer haben wird. Wenn Sie in diesem Jahr nicht am Dreibrückenlauf teilnehmen können, dann heißt es mit großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr wieder auf die Plätze, fertig, los, beim 5. Schönebecker Dreibrückenlauf. In diesem Jahr neu beim Schönebecker Dreibrückenlauf der sogenannte Bambini-Lauf. Das heißt, auch die kleinen Schönebecker dürfen mitlaufen. Und wir bleiben auch bei den kleinen Schönebeckern, denn diese konnten mal richtig feiern beim Weltkindertag. Wir waren an diesem Tag zu Gast im Freizeitzentrum Future. Am 20. September war Weltkindertag. Wo könnte man diesen Tag besser feiern als in einer Kita oder in einer Jugendeinrichtung? Genau das dachten sich die Einrichtungen unter dem Rückenwind e.V. Future und Piranha. Aus gegebenem Anlass wurde der Weltkindertag in den Räumlichkeiten des Freizeitzentrum Future gefeiert. Beim Weltkindertag stehen die Rechte der Kinder im Vordergrund.
Es soll aufmerksam gemacht werden, dass Kinder ihre Rechte besitzen und darauf bauen können. Christiane Richter, Mitarbeiterin im Future, erklärte einmal mit eigenen Worten, was man alles an diesem Weltkindertag bei ihnen erleben konnte. Ja, aus Tradition feiern wir immer genau an diesem Tag und wir haben uns dieses Jahr sehr viel ausgedacht. Wir haben zum Beispiel eine Tombola, wo die Kinder kostenlos losbekommen und sozusagen die Möglichkeit haben, um 17:30 einen Preis zu erhaschen. Wir haben ein Glücksrad, wo man viel gewinnen kann. Noch dazu, es gibt Krebs, Stockbrot, eine Disco. Nachher kommt noch die Feuerwehr Salzelm, auf die freuen wir uns ganz besonders. Henna-Malerei haben wir hier, Basteln mit Merti. Wir machen so viel möglich, gemeinsam mit dem Jugendbüro Piranha. Und ich denke mal, wir haben so viel im Angebot, dass das allen Spaß macht. Kuchen haben wir auch gebacken und Getränke gibt es natürlich auch. Und für jeden ist was dabei. Somit hatten die Kinder an diesem Tag nichts, was ihnen fehlen konnte. Kuchen und Crepes gab es sogar kostenlos. Alle Kinder waren sichtlich begeistert, hatten Spaß und wollten am liebsten noch etwas länger bleiben. Ja, ich denke mal, da fragen wir die Kinder eigentlich selber mal. Wie gefällt es euch denn bis jetzt? Der Flashmob startet dann pünktlich im Allee-Center und dann geht's rüber zur Mückenwiesen, zur großen Eröffnung, damit auch Sie wissen, was Sie eventuell besuchen können. Denn wir haben Freikarten für die Mückenwiesen. Sollten Sie jetzt gut zuschauen, wir präsentieren noch einmal die Highlights und was Sie auf der Mückenwiesen erwartet. Am Freitag, dem 23. September, beginnt in Magdeburg das Oktoberfest auf der Mückenwiesen. Um 17 Uhr gibt es dazu einen Flashmob im Allee-Center. Dann werden die Original-Rottersdorfer aus Magdeburg zum Springbrunnen kommen und mit ihren Mädels die Stimmung anheizen, bevor sie dann anschließend im Festzelt mit der Wiesenkultband The Mosners das Magdeburger Oktoberfest eröffnen. Es wird getanzt und gejodelt, wenn die lustigen Rottersdorfer mit ihren Mädels im Dirndl den Ton angeben. Wir ziehen den Bayern die Lederhosen aus und zeigen den Münchnern, wie man richtig feiert. Sei du auch dabei und sag es weiter. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Im Rahmen einer Veranstaltung am 23.09.2016 ist die kurzfristige Sperrung eines Parkplatzes an der Moskauer Straße notwendig. Gemeint ist der größere von zwei Parkplätzen gegenüber dem Jugendclub Future. Die Sperrung erfolgt vom 22.09.2016 nachmittags bis 23.09.2016. Es wird um Verständnis gebeten. Zum jährlichen Sommerfest hatte der erste Shotokan Karate Do Schönebeck e.V. am Wochenende seine Mitglieder eingeladen. Auf dem Programm standen Musik, Sport sowie Spiel und Spaß. Ein Trainingsparcours durfte natürlich auch nicht fehlen. Zahlreiche Gäste nahmen trotz Regen an der Veranstaltung in Frohse teil. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch ließ seine Grüße an den Vereinsvorsitzenden Gunnar Martin übermitteln und wünschte den 80 Mitgliedern einen angenehmen Abend. Durch die intensive Nutzung des Aufenthaltsbereiches kommt es zu vermehrtem Aufkommen an Abfällen. Da wurden 10 Abfallbehälter auf dem Markt eingebaut, aber die tägliche Nutzung zeigt, dass dies offensichtlich nicht ausreichend ist. Daher wird im Auftrag der Stadt in den nächsten Tagen im Bereich des Wasserspiels ein zusätzlicher Abfallbehälter aufgestellt. Sollten die Behälter jedoch voll sein, wird gebeten, bei der Abfallentsorgung auf andere, in Sichtweite befindliche Behälter auszuweichen. Der Heimattiergarten kann eine Verlängerung für eine Gehegepatenschaft vermelden. SWB-Geschäftsführerin Sigrid Meyer ließ es sich am Montag, dem 12. September, nicht nehmen, die dazugehörige Urkunde persönlich in Empfang zu nehmen. Hat sie doch die Patenschaft für das Nutria-Gehege nur zum dritten Mal verlängert. Für 2 Jahre gilt sie und bringt der Stadt wertvolle 400 Euro zur Unterstützung des Erhalts der Anlage auf dem Bierer Berg. Dafür ist die Stadt sehr dankbar und die Tiere wohl auch. Nehmen die Nager das Futter wohl sehr gerne aus der Hand der Chefin der Städtischen Wohnungsbau GmbH.
Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Soweit der erste Teil des Regionalmagazines. Gleich nach der Werbung geht es weiter, unter anderem mit dem Medium der Woche, den Veranstaltungshinweisen, das Wetter und vieles mehr. Also gleich nach der Werbung sind wir wieder für Sie da. Huck Coburg. Aus Tradition günstig. Wir wetten, dass Sie bei einem Wechsel von mindestens 3 Versicherungen zu Huck Coburg mindestens 50 Euro im Jahr sparen. Kommen Sie vorbei. Top, die Wette gilt. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns in Schönebeck in der Karl-Marx-Straße 18. Ob Familien- oder Firmenfeier, die Fleischerei Brinkmann in Alt-Frohse in Schönebeck hat für jeden Anlass das passende Buffet. Leckere Salate, Wurst- und Käseplatten, Schnitzel und Buletten oder köstliche Aufläufe. Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot. Am 7. Oktober 2016 möchten wir mit unseren treuen Kunden das 25-jährige Firmenjubiläum feiern. Vom Sektempfang bis zu eigens kreierten Grillspezialitäten ist für jeden etwas dabei. Wir laden Sie zusätzlich zum Bratwurstschießen mit Armbrust und Lasergewehr ein. Kommen Sie also vorbei und feiern Sie mit uns diesen wundervollen Tag. Wir freuen uns auf Sie und sagen Danke. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Bald ist Weihnachtszeit und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy & Boch, Hutschenreuther und Enesco sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Dekorieren und Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocke von Hutschenreuther und die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen und Servietten für eine festliche Tafel sind natürlich auch vorhanden. Unser Service für Sie. Kostenlose Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration verzaubern. Kids, Ambiente für Tisch und Küche. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen. Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerer Reiske in der Schillerstraße 17 in Schönebeck. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche? Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 60 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 65 Cent, Schinken-Eisbein 100 Gramm zu 2,50 Euro, Leona mit Pilzen 100 Gramm zu 1,10 Euro und in dieser Woche
Leona mit Paprika, 100 Gramm zu ebenfalls 1,10 Euro. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Sie schauen das Regionalmagazin am Freitag, dem 23. September. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Und interessante Beiträge haben wir natürlich noch für Sie im Programm. Unter anderem der Kita-Staffellauf. Wir waren auch für Sie hier bei diesem Event vor Ort. Das sind die Bilder, die wir für Sie eingefangen haben. Am bereits siebten Kita-Staffellauf im Bad Salzelmener Kurpark haben am Sonntag, dem 18. September 2016, 13 Kindergärten aus Schönebeck und der Region mit insgesamt 91 Kindern teilgenommen. Den ersten Platz erkämpfte sich die Kita Schlupfwinkel aus Schönebeck und nahm als strahlender Gewinner den Siegerpokal entgegen. Auf die Kita-Gruppe wartet als Preis ein Aufenthalt im Maximax Schönebeck. Als Zweitplatzierte gewann die Kita Hakelspatzen aus Kochstedt eine märchenhafte Fantasiereise in der Todesmeer-Salzgrotte Bad Salzelmen, während sich die Kinder die Wartezeit mit Kinderschminken, Büchsenwerfen, Entenzielwurf und auf der Mahlstraße oder der Hüpfburg vertreiben konnten, nutzten viele Eltern die Zeit, auf der zum Rahmenprogramm gehörenden Kinder- und Babyartikelbörse zu stöbern und nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Ein Publikumsmagnet war auch das Feuerwehrauto der Bad Salzelmener Feuerwehr. Darüber hinaus durfte sich jede Kita ein Mannschaftsfoto mitnehmen. Ermöglicht wurde dies durch den Förderverein Salzlandmuseum.
Sehr geehrte Zuschauer, die Mückenwiesen 2016 haben wieder ihren Anfang gefunden. Und zwar heute Nachmittag um 17 Uhr im Allee-Center in Schönebeck. Noch einige Tage wird sie stattfinden und wir haben Freikarten in der Verlosung für Sie gehabt. Die ersten Freikarten möchten wir an dieser Stelle Ihren Gewinnern übergeben bzw. präsentieren. Also herzlichen Glückwunsch. Die Namen stehen jetzt unten eingeblendet. Die ersten Gewinner der Freikarten. Viel Spaß auf der Mückenwiesen 2016. Doch wir haben natürlich noch weitere Freikarten für die nächste Veranstaltung. Auch hier können Sie noch mitmachen beim Gewinnspiel, damit Sie wissen, was Sie gewinnen können, für welches Event und was da alles so los ist. Hier noch einmal ein paar Einblicke, die Mückenwiesen in Magdeburg. Grüezi und hallo! Die Mückenwirte laden auch dieses Jahr zu den Mückenwiesen ein. Das größte Magdeburger Oktoberfest, das es je gegeben hat. Getanzt, gefeiert und geschunkelt wird vom 23. September bis 8. Oktober in einem 2000 Quadratmeter großen, liebevoll geschmückten Zelt mit mehr als 2500 Sitzplätzen. 2015 vergnügten sich auf den Mückenwiesen und der Herbstmesse allein in 6 Tagen mehr als 20.000 Besucher. Auch bei den 12. Mückenwiesen gibt es zahlreiche Stars, die dem Publikum im Festzelt so richtig einheizen. Ihr wollt bei der 12. Mückenwiesen dabei sein? Dann sichert euch ein Ticket für das Event des Jahres 2016. Weitere Infos und die Tickets auch auf www.mückenwiesen.de. Sie möchten die Freikarten für die Mückenwiesen gewinnen? Dann machen Sie mit beim Gewinnspiel und beantworten mir folgende Frage. Mit welcher Aktion findet denn ein Mückenwiesenfest immer seinen Anfang? Ist es A, der Fassbieranstich oder B, die Krönung der Bierkönigin? Ich bin mir sicher, Sie wissen die Antwort. Wenn ja, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail mit der richtigen Lösung, Ihrem Namen, Anschrift und Telefonnummer an die info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Die Gewinner geben wir dann in der kommenden Woche hier bei uns im Regionalmagazin bekannt. Sehr geehrte Zuschauer, weitere Veranstaltungen warten natürlich auch noch auf Ihren Besuch. Welche mit dabei sind, sehen Sie selbst. Plunder oder Rarität? Am Sonntag, dem 25. September, schätzen Experten im Salzlandmuseum von 10 bis 13 Uhr wieder alte Gegenstände. Hinweise auf notwendige Restaurierungen werden ebenfalls gegeben. Bewertet werden zum Beispiel Uhren, Leuchter, Porzellan, Geldscheine, Münzen, Medaillen, Auszeichnungen, Ölbilder, Grafiken, Schmuck, Bücher, Handschriften, Urkunden sowie volkskundliche Gegenstände. Bei größeren Objekten bitte Foto vorlegen. Musik.
Die Barbier-Heimatfreunde krönen am Sonntag, dem 25. September, den Abschluss der diesjährigen Kurkonzertsaison im Bad Salzelmener Kurpark. Der stimmgewaltige Männerchor begeistert mit Volksliedern, volkstümlichen Schlagern und Shanties. Und so möchten die Heimatfreunde aus Barbie mit einer großen musikalischen Bandbreite auch die Zuschauerinnen und Zuschauer beim 11. und letzten Kurkonzert 2016 in Bad Salzelmen durch einen abwechslungsreichen Nachmittag begleiten. Der Solopark Schönebeck-Bad Salzelmen freut sich darauf, die Barbier Heimatfreunde sowie zahlreiche Zuhörer am 25. September ab 15 Uhr auf und an der Kurparkbühne begrüßen zu dürfen. Der Eintritt ist wie bei jedem Kurkonzert frei. Am 30. September findet im Solequell wieder die lange Saunanacht statt. Den Gästen werden ständig wechselnde, thematische Aufgüsse mit Peelings oder anderen Überraschungen geboten. Die langen Saunanächte starten um 19 Uhr und enden um 23.30 Uhr. Ab 22 Uhr kann in der Badelandschaft textilfrei gebadet werden. Der Eintritt erfolgt zu den normalen Tarifkonditionen. Die Preise für die gastronomische Versorgung sind nicht im Eintrittspreis enthalten. Normalerweise sind es eher die ruhigen Veranstaltungen und Konzerte, die die Besucherinnen und Besucher in den Dr. Thulberg-Saal locken. Doch am 6. Oktober 2016 wird dort ein Konzert der besonderen Art stattfinden. Denn an diesem Tag wird Stacey Collins aus den USA zu Gast sein und dem Publikum ab 20 Uhr mit sattem Rock'n'Roll ordentlich einheizen. Bei ihrem nächsten Europaaufenthalt wird sie am 6. Oktober auch im Schönebecker Dr. Thulberg-Saal Halt machen. Es handelt sich dabei um ein Benefizkonzert, dessen Einnahmen zur einen Hälfte dem Industriemuseum Schönebeck IMOSET zugutekommen und zur anderen Hälfte für die Wiederherstellung der zerstörten Dr. Thulberg-Büste verwendet werden. Karten für das Stehkonzert sind ab sofort für 13 Euro im Vorverkauf in den beiden Schönebecker Stadtinformationen erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro. Rückfragen zur Veranstaltung beantworten die Mitarbeiterinnen auch gerne telefonisch unter 03928 70 55 55 oder unter 03928 84 27 42. Am Tage beeindruckt das Gradierwerk jeden, der daran vorbeikommt, durch seine Größe und Bauart. Doch erst in der Abenddämmerung erstrahlt das Bauwerk erst in seiner ganzen Pracht. Einen interessanten Einblick in die Geschichte des Gradierwerks bekommen alle Interessierten am 7. Oktober, 19 Uhr. Am 7. Oktober 2016 um 14 Uhr startet das Herbstfest der Einzelhändler am Salztor. Um 15 Uhr geht es los mit einer Modenschau. Ab 16 Uhr ist eine Führung mit dem Nachtwächter auf den Salzturm möglich. Musikalisch untermalt wird das Ganze von Live Sound und The One Man Band. Gegen den Hunger werden selbstgemachte Waffeln und Würstchen zubereitet. Es wird den Besuchern die Möglichkeit geboten, ihren Durst zu löschen. Zudem werden heiße und kalte Speisen am Markt angeboten. Auch die Blumen der Saison werden präsentiert. Traditionell und mit großem Wissen rund um die Geheimnisse des Salzsiedens und des damaligen Alltags bestückt, ist der Pfenner wieder im Kurpark unterwegs. Am 14. Oktober 2016 treffen sich alle Interessierten um 19 Uhr an der Reha-Klinik Bad Salzelmen, um den gemeinsamen Rundgang zu starten. Was Mitte des letzten Jahrhunderts langsam als Upgrade des Zelturlaubs begann, gilt heute als eine der lukrativsten und am stärksten wachsenden Branchen Deutschlands. Nach einem wirtschaftlichen Durchhänger vor einigen Jahren bewegt sich die Caravaning- und Reisemobilindustrie heute auf einem Niveau, von dem andere Wirtschaftszweige nur träumen können. Das ist das typische Reisemobil. Auf Basis des Fiat Ducato gebaut, zwischen 70 und 90.000 Euro teuer und auf eher 2 als 4 Personen ausgelegt. Urlaub im Reisemobil ist nichts für Sparfüchse, wie es scheint. Doch Mieten und Finanzierungsmodelle, Alternativen im Reiseanhängerbereich, es gibt die günstigen Auswege fast ohne Abstriche. Also das ist natürlich der Einstieg in das Caravaning, wobei es natürlich eine andere Art des Reisens ist. Mit dem Caravan fahren Sie zu einer festen Destination und halten sich dann normalerweise dann in Ihrem Urlaub auf. Aber klar, bei Einstiegspreisen von ca. 10.000 Euro für einen voll ausgestatteten Caravan ist das natürlich noch ein viel einfacherer Einstieg, auch finanziell.
8.500 D-Mark hat dieser VW Bulli 1969 gekostet. Dieser Caravan 1962 immerhin 4.000 D-Mark. Damals eine Stange Geld. Seitdem hat sich viel getan im Anspruch ans Wohnmobil, nicht aber bei den Traumzielen der Deutschen. Daran ändern auch andere Sicherheitslagen auf dieser Welt nichts in Zeiten des Terrors, glaubt der Industrieverband der Branche. Wir erreichen heute mehr als früher, aber wir erreichen keine Menschen, die früher in die Dominikanische Republik geflogen sind und sagen, das ist uns jetzt zu gefährlich oder zu abenteuerlich oder ähnliche Dinge. Gleiche gilt im Grunde für einen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei. Also unsere Zielgruppe sieht da schon anders aus. Der Boom beim Camping kommt folglich von der Lust an der Reiseform, nicht von der Angst vor anderem. Veränderungen gibt es dennoch, auch Herausforderungen. Ultraleicht ohne Abstriche, nicht nur im Automobilbau, die Zukunft. Unser Ziel war der Gedankengang, diesen Caravan so leicht wie möglich zu machen. Von der Deichsel bis zum Ende ist dieses Fahrzeug knapp 5 Meter lang, bietet aber trotzdem 4 Personen vollwertige Schlafplätze und wiegt insgesamt zulässig gerade mal 750 Kilogramm. Es sei ein sicheres Stückchen zu Hause, so ein Wohnmobil, so empfinden es viele Camper. Und unterwegs zu Hause zu sein, bleibt wohl ein echter Traum der Deutschen. Natürlich haben wir auch heute im Regionalmagazin die Bekanntgabe der Gewinner unserer Medium der Woche Aktion. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. The Dome Volume 79 hat neue Gewinner bzw. Besitzer gefunden. Ihr Gewinn wartet hier bei uns in der Bahnhofstraße 5 auf Sie. Und auch schon ein neues bzw. bekanntes Gesicht steht nun im Medium der Woche Verlosungstopf für Sie bereit. Ella, endlich hier noch einmal ein paar Einblicke. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Lange mussten die Ella endlich Fans auf ein neues Album der beliebten Sängerin warten. Träume auf Asphalt lautet der Titel der CD, die im Februar 2016 erschienen ist. Es geht um Träume und Visionen für das Leben. Das Album der Sängerin ist insgesamt erfrischend songorientiert und folgt dem aktuell sehr erfolgreichen modernen Popschlager. Der Sound, die Ausgesuchtheit der Songs, Ellas unvergleichliche Stimme. Jedes kleine Puzzlestück hebt diesen Tonträger aus dem Einerlei unzähliger mittelmäßiger und klischeeverseuchter Schlagerproduktionen heraus. Du hältst mich ganz. Spuren auf dem Mond, Adrenalin, Bist ein Feuerwerk und Peter Pan sind nur einige Titel des neuen Albums von Ella Endlich. Ich schau nach oben. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten Ella endlich die CD gewinnen, dann können Sie in der kommenden Woche mitmachen. Montag bzw. Mittwoch gibt es dazu eine Gewinnfrage, also einschalten und mitmachen. Weitere Hinweise auf das Medium der Woche finden Sie auch bei uns im Internet unter elbekanal.de. Last but not least im heutigen Regionalmagazin natürlich noch der Ausblick auf das Wetter fürs Wochenende. Hier also der Ausblick, wird's schön oder wird's nicht so schön. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Der kalendarische Herbstanfang hat begonnen und so langsam verschwinden die sommerlichen Temperaturen. Am Samstag kommt es bei 8 Sonnenstunden zu einer maximalen Tageshöchsttemperatur von 20 Grad. Es bleibt den ganzen Tag über nur leicht bewölkt. Am Abend sinken die Werte dann wieder auf 12 Grad herab. Der Sonntag zeigt sich noch einmal von seiner besten Seite. Bei einer geringen Regenwahrscheinlichkeit von 10% und maximal 10 Sonnenstunden scheint den ganzen Tag über die Sonne. Es kommt zu einer Tageshöchsttemperatur von 22 Grad und am Abend wären es 12 Grad. Ab Montag sinken die Temperaturen dann wieder leicht nach unten. Es kommt an diesem Tag zu einer Tageshöchsttemperatur von 19 Grad und am Abend wären es ebenfalls 12 Grad.
Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das Regionalmagazin am Freitag, dem 23. September, neigt sich dem Ende. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern fürs Einschalten und Zuschauen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Auch an diesem Wochenende gibt es wieder Alphabeats, Samstag und Freitag, jeweils ab 22 Uhr. Ansonsten gibt es Montag, 18 Uhr, wieder Neues aus der Region hier bei uns im Regionalmagazin. Bis dahin, Ihnen allen ein schönes Wochenende. Ihr Christian Kolbe.